So, Gucken wir mal. Also, AgroAnno hat noch geschrieben, oder gefragt, malt uns Arena, wie weit seid ihr in A3 Savage? Ja, wir haben es gerade eben auch schon kurz erwähnt, bevor du gekommen bist. Ja, wir sind dabei, ne? Also, wie viel Prozent haben wir geschafft aktuell? Ich glaube, die erste Phase überlebt und dieser Übergang mit den zwei Händen, das ist noch ein bisschen tricky. Weißt du, wie viel Prozent das ungefähr ist, Rin? Wo wir sind? Ja, wie viel Prozent? Also bei A3 Savage. Boah, ich habe gar nicht drauf geachtet, aber wir sind ja bei der Ad-Phase aktuell. Ja, also mit der Ad-Phase sind wir dran. Es ist halt echt ein übelster Damage-Race. Also das ist eine große Herausforderung aktuell, das zu meistern. Aber gut, wir sind auf jeden Fall dran und unser Gear wird ja auch immer besser. Von Woche zu Woche. Wir haben jetzt auch schon recht viele Bücher. Ich habe wieder zwei Fragmente des Gurdos Kodex. Jeweils von Turn 1 und Turn 2. Und da können wir auch bald neue Klamotten holen. Ihr seht es gerade hier im Inventar. Das sind die Bücher halt. Und natürlich über die Esoteric Points kann ich mir, glaube ich, auch die Woche nochmal ein neues Item holen für meinen Baden. Ich schaue nochmal kurz. 750 habe ich aktuell und ich muss noch eh noch Expert gehen. Sollen wir mal in Expert-Runde gehen? Was denkt ihr? Ja, klar. Rin, bist du auch dabei, Expert? Ja. Ja, die Begeisterung ist hoch. Nee, darum ging es nicht. Ich habe gerade nur daran gedacht, dass ich eigentlich vorgehabt hatte, mit jemandem heute Abend Experte zu machen, der nicht da ist. Ja, dann hat derjenige Pech gehabt, würde ich mal sagen, oder Rin? Oder magst du mal anschreiben? Nee, ich glaube, der ist nicht da. Okay. Ja, komm, dann gehen wir mal Expert. Already, dann melde ich an. Oder generell die Frage, wir können mal hier in den Chat reinfragen. Mag einer von euch, der gerade im Chat am Start ist und fröhlich am Schreiben ist, ja, mag da wer mit hier? Wir sind auf dem Server Shiva und wollen Expert gehen. Und wir brauchen noch einen Tank. Also bitte nur Tanks melden. Solange warten wir einfach mal hier. Und währenddessen gucke ich mal den Chat an. So, AgroAnno hat noch geschrieben, YouTube immer da, ist nur ein anderer Name. Kommt dir das bekannt vor? Seit Goldklon bin ich dabei. Ja, ich weiß nicht, welchen Namen du früher hattest. Oder was meinst du jetzt gerade, AgroAnno? Du warst auch schon früh am Start immer dabei gewesen, hast die YouTube-Folgen von mir verfolgt, das weiß ich. Aber was für ein Name? Seit Goldklon bin ich dabei. Kannst du mir reinschreiben. Ja, Goldklamm, ey, das ist ein Thema für sich. Ich werde nie vergessen, wie Rin dann sich mal aufgeregt hat. Meine Fee verreckt die ganze Zeit in der Suppe, was soll das? Das ist aber mittlerweile auch alles schon gefixt. Genauso wie, dass die Fee die Stacks abbekommt beim ersten Boss. Ja, das werde ich echt nie vergessen, ey. Das war immer so lustig. Mit Rin und Goldklamm, das war legendär. Da ist echt immer die Fee verreckt, weil sie immer in der Suppe stand. Das wäre sehr amüsant. Das ist doch so wieder, seitdem habe ich immer ein Trauma, wo das ja gar nicht mehr so schlimm ist wie früher. Ja. Ja, schreibt auch gerade hier, nicht du 2, sei grüßt. Also mit dem Nickname nicht du 2 im Chat. Schlimmste immer, schlimmste Inni immer noch. Sprich Goldklamm. Ja, sehen wir auch so. Wobei ich finde, steinerne Wacht finde ich noch elendiger. Ja, besonders halt mit über Zufallsinhalt. Ist meine persönliche Meinung. Als ich meinen Paladin gelevelt habe und den auf Level 60 hochgezogen habe, da war ich über die Zufallsinhalte mindestens 10-mal Stein in der Wacht reingekommen. Das war total nervig. So. Was haben wir da? Shurik hat noch geschrieben, Monk Beste. MNK, Monk Beste, okay. Ja, der Monk ist auch eine gute Klasse. Ist auch unsere Uni. Die Uni ist ja auch unsere Stammspielerin sozusagen im Raid. Die ist auch schon seit von Beginn an dabei und hat auch nie die Klasse gewechselt. Also der Monk geht schon gut ab auf jeden Fall. Besonders auch im PvP. Und das bestätigt auch der Gigatobi. So, Gaimu, Taimus Main-Klasse war auch der Monk gewesen. Auf Shiva damals. Das, was heißt damals? Auf welchem Server zockst du denn jetzt aktuell Gaimu Taimu? Oder hast du aufgehört mit Final Fantasy? Kannst du auch mal schreiben. So. Ja, ich überfliege den Chat. Der ist ja förmlich am explodieren, wenn ich so sagen darf. Freut mich echt ungemein. Sehr schön, sehr schön.
So. Okay. So, falls ich jetzt innerhalb der nächsten Minute keinen Tank finden sollte, der mich in-game anschreibt, mein Name ist ja Zyrena Levis, dann werden wir einfach so mal schnell gehen. Das sollte ja ziemlich schnell abgerappelt sein. Und an der Stelle auch sei Grüße, Lestat 2033. Guten Abend. Mach's dir gemütlich, hol den Kaffee oder einen Tee. Und wir spielen auf dem Server Shiva. Und brauchen Tank. So. Sehr gut, sucht. Ja, sonst die Abendplanung sieht aus, wir werden halt, wie gesagt, unsere Twinks, wenn man so sagen darf, mal ein bisschen hochleveln. An sich müsste ich auch noch viele andere Sachen machen, also es ist ja unglaublich, ich habe in Final Fantasy immer was zu tun. Neben den neuen Klassen noch zu zocken, müsste ich eigentlich auch noch übelst viel kochen. Hier mein gebackener Pira. Ihr seht, ich habe noch unglaublich viele Materialien. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Melitus immer so fleißig am Angeln ist. Hast du eigentlich Spaß dran am Angeln, Melli, oder wie geht's aktuell? Ja, ich hatte eigentlich immer schon Spaß am Angeln. Ich konnte es nie verstehen, wie sich die Leute immer beschwert haben, so, nein, ich muss den Angler hochziehen und boah, es geht gar nicht. Ich fand es immer toll. Mir macht Spaß nach wie vor. Okay, ja. Ich glaube, ja, ich bin ja einer der Kandidaten, die immer sowas sagt. Ja, wie gesagt, also Angeln war jetzt nie so mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, naja. So, da haben wir einen Freiwilligen. Platz, ja? Ja, ja. Wenn du Tank bist, habe ich Platz. Bist du Tank? Nee. Du bist, Ninja. Das ist schlecht. Naja, wir brauchen eigentlich einen Tank. Vielleicht hat er die Klasse, ja, frag mal. Ja. Könnt ihr mal schreiben, oder? Warte. Hast du einen Tank? Oder hat schon ja, hat er. Okay. Okay, hast. Sorry, das kam zu spät, diese Anzeige. Du warst ja vorhin, ja, glaube ich. So, aber passt. Dann legen wir los. Expert, ab geht it. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das sollte zügig gehen. So, gut. So, Geimutheim hat auch geschrieben. Ha, gut, dass ich die Frage schon vorher beantwortet hatte. Ja, das zum Thema. Ich habe es überlesen. Du hast ja geschrieben, dass dein neuer Char auf Moogle geboren wurde. Unglaublich. Wer hat dich dazu genötigt, auf Moogle zu gehen? Warum nicht Shiva? Kannst ja auch mal schreiben. Ich kann den Server. Ich wollte nur kurz sagen, ich kann den Chat gerade noch ein bisschen überfliegen. Kann sein, dass du schon geschrieben hast. Aber mach's trotzdem nochmal. Schreib nochmal rein, bitte. Warum Moogle? So, Rin, jetzt du. Was wolltest du? Sind auf dem Server nicht unglaublich viele Franzosen? Ja, es hat letztens der Mishu gesagt, er hat vor auf dem Moogle gezockt, hat gemerkt, dass ziemlich viele Franzosen drauf spielen und wenig deutsche Spieler und deshalb ist er gewechselt zu Shiva, also auf Shiva. So. Ja, ihr könnt ja auch generell mal reinschreiben, genau. Schreibt mal in den Chat rein, auf welchem Server ihr Final Fantasy 14 zockt. Wie gesagt, wir hier zocken, also die Melli, die Rin und meine Wenigkeit zocken schon seit der Geburt von Final Fantasy 14 auf dem Server Shiva. Und wir sind eigentlich auf Shiva gekommen, weil wir halt auch ein bisschen recherchiert hatten. Und Shiva war halt schon vor dem Release von Final Fantasy 14 so der indirekte deutschsprachige Server. Zumindest konnte man das in einigen Foren halt früher lesen, dass ziemlich viele deutsche Spieler auf Shiva sich niederlassen würden. Und ich glaube, das hat sich bis heute bestätigt. Oder wie siehst du das, Rin? Das würde ich sagen, der Server mit den meisten Deutschen, ja. Odin, glaube ich, noch halt könnte passen. Sonst als nächstes. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Server es aktuell gibt von Final Fantasy-mäßig. Weißt du das, Rin? Weiß es nicht. Okay. Ja, das liegt ja schon 2 Jahre, wo ich mal den Charakter erstellt hatte. Ich weiß gar nicht, ob da auch neue Server dazugekommen sind oder ob das immer die gleichen sind, keine Ahnung. Aber gut, so. Als wir gestern Expert gegangen sind, die Instanzen Nimmerreich, da waren wir in einer Viertelstunde durch. Das sind wir echt übelst durchgerusht. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier brauchen.
Aber kann kein AOE raushauen, die sind immer alle schon tot, bevor ich das machen kann. Tja, wir sind sowas von schnell. Ja, die Melli hat ja auch gestern noch passenderweise gesagt, man merkt halt sehr stark, dass unser Gear halt schon recht gut ist, ne? Oh ja. Ja. Also gerade in den Indies, wo wir Expert machen, macht sich das jetzt mittlerweile echt schon krass bemerkbar, finde ich. Ja, ja. So geht's auch da schnell mit den Esoteric Points, diese zu farmen. Oh fuck, sorry, Akku gezogen. So, jetzt bürsten wir den mal runter hier. Wenn wir alle CDs reinknüppeln. Und dann krippen wir den mal weg hier. Ich glaube, wir müssen eh nochmal jetzt dann heute Expert gehen und morgen. Und dann sollten wir das Cap eh voll haben. Wie schaut's mit deinem Cap aus, Rin? Hast du schon am Mittwoch alles durchgängig gefarmt? Nee, hey, eigentlich wollte ich das ja auch machen. Aber, das Problem ist, ich habe keine Zeit dafür gefunden. Okay. Ja, Mischu muss auch noch Expert gehen. Aber der ist ja leider das Wochenende nicht da. Wäre wahrscheinlich am Montag nochmal notgedrungen mal mit rennen. Aber ist alles kein Problem. So, wie gesagt, nach dem Bossfight werde ich natürlich wieder auf den Chat drauf eingehen. Seid ihr fleißig am Schreiben und viele neue Gesichter. Ich muss das nochmal erwähnen, Leute. Mich freut das echt übelst, dass so viele Leute jetzt wieder am Start sind. Und trotz der langen Pause, ich habe es ja schon erwähnt, der letzte Livestream, der ja gekommen war, das war ja am 12. oder 13. Juni 2015, liegt ja schon was länger her. Und mich freut es ungemein, dass jetzt dann auch trotz der kurzfristigen Ankündigung so viele jetzt schon am Start sind. Ich habe das ja das erste Mal in diesem 2-Jahres-Special-Video halt sozusagen angekündigt. Und auch nochmal im letzten Brabbel-Daddel-Video. Und das haben anscheinend einige gelesen, das freut mich. Und auch da nochmal der Hinweis, in der Zukunft wird es auch über diesen Weg, sprich in den Videos, innerhalb der ersten 10 Sekunden, werdet ihr dann auch wieder dann in den Videos eingeblendet sehen, wann die nächsten Livestreams stattfinden werden. Ja, also immer mal wieder die Videos gucken, so oder so, wenn ihr Spaß dran habt. Und dann werden da auch dann die neuen Termine angekündigt, natürlich aber auch dann in der Kanal-Trailer-Beschreibung steht es auch drin. Ja, nur als reiner Hinweis, in welchen Abständen jetzt hier die Livestreams wieder kommen werden, weiß ich jetzt noch nicht ganz. Aber ich denke mal so, alle 3 Wochen sollte auf jeden Fall drin sein. Das ist immer abhängig natürlich davon, wie wir Zeit haben. So, und an der Stelle auch nochmal schöne Grüße an, oder liebe Grüße an Downstair, sehr gegrüßt. Auch ein neuer Name. Schön, dass du dir hier hingefunden hast. Mach's dir gemütlich. Und verbringe den Abend in der illustren Runde. So, ich habe auch gesehen, dass viele von euch auf dem Server Lich halt zocken. Interessant. Also Radqua und Downstair sind schon mal auf dem Server Lich unterwegs. Gut, Gigatubi ist ja auch auf Shiva, das weiß ich. So, und Gaimu Taimu schreibt, Franzosen haben wir eine zu chaotische Spielweise. Ja. Chaotisch ist gut. Möchtest du das kommentieren, Rin? Nein. Nein? Okay. Wie sind deine Erfahrungen, Melli, zum Thema Franzosen? Nicht so gut. Nein, man darf ja nicht immer alle über den Kamm scheren, aber man muss tatsächlich sagen, wenn man Leute in der Gruppe dabei hat, wo man sich denkt, oje, da ist noch Luft nach oben. Und man guckt dann mal so ins Profil rein, dann bestätigt es sich leider meistens, es sind tatsächlich Franzosen. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber ich möchte das auch nochmal unterstützen, ne? Also wir haben nicht grundsätzlich was gegen Franzosen, Engländer, Japaner, keine Ahnung, ne?
Aber durch die jahrelange Erfahrung, und das dürfen wir einfach sagen, da wir schon jahrelang halt jetzt hier Final Fantasy zocken, ist unsere persönliche Meinung, dass französische Final Fantasy Spieler sich schwer tun. Einige, nicht alle, aber ein paar. Und es gibt natürlich auch Engländer und es gibt auch Deutsche, keine Frage, ne? Es gibt genug deutsche Spieler, die sind auch nicht gerade so begabt oder fangen auch gerade ganz neu an, man muss ganz ehrlich sagen. Dass als ich mein erstes MMO angefangen habe, und das war halt wirklich World of Warcraft, da war ich auch nicht gerade der krasse Pro-Gamer. Und so würde ich mich auch niemals heutzutage betiteln. Aber natürlich, die Erfahrung macht's halt. Und kann ja sein, dass Franzosen die letzten Jahre nie irgendwie großartig MMOs gezockt haben und deshalb halt sich vielleicht schwer tun. Weil halt Final Fantasy das erste ist, kann ja auch sein. Also deshalb, naja. Das passt schon so. Und ich finde es trotzdem gut, dass hier die Inhalte nicht nur auf den deutschsprachigen Raum, ne? Also dass auch mal mit mehreren Leuten zusammenzocken kann, nicht nur mit deutschsprachigen Leuten. Denn es gab auch so, muss ich sagen, sehr viele lustige Momente mit Engländern oder Franzosen im positiven Sinne über die Zufallsinhalte. Beispiel ein Franzose, der auch immer Deutsch sprechen konnte. Fand ich sehr amüsant. Der hat dann gesagt, dass er das in der Schule lernt. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Das Geile ist ja auch, wenn ich dann einen Franzosen in der Gruppe habe oder auch einen Engländer, ne? Ich meine, egal was noch immer oder welche Person auch immer, und ich möchte ihnen zum Beispiel bei der Taktik helfen oder was kommunizieren, wie vielleicht ein Boss besser geht. Und da ich selbst zum Beispiel auch kein Französisch schreiben kann oder sprechen kann, habe ich auch mal so lustige Google Translator Funktion mal genutzt und habe da mal einen Text bei Google eingegeben und den mir übersetzen lassen. Und ich glaube, danach hatte der Franzose mehr Fragen als vorher. Ja, was sehr amüsant. Ist aber andersrum auch so, wenn Franzosen irgendwie beim Google Translator dann ins Deutsche übersetzen wollen, das klappt auch nie. Aber trotzdem, die Motivation oder der Wille war da. So. Gucken wir mal. Zack. Nächster Boss. Und nach dem Boss werde ich wieder mehr auf den Chat drauf eingehen. Zack, zack. Und welche Instanz findet ihr so am besten jetzt hier von den Expert-Innis, Melirin? Ja, ich bin ja trotz allem, viele, die Inni nicht mögen, bin ich eigentlich immer noch ein Nimmerreich-Fan, ne? Da widerspricht ihr, oder? Widerlich. Warum, Rin? Warum magst du Nimmerreich nicht? Furchtbar ist. Tornados, lieber ein mit Tornados. Aber ich behaupte trotzdem, dass Nimmerreich schneller geht als hier, die Inni. Mit der richtigen Gruppe. Weiß nicht. Also ich glaube nicht mal, dass sie sich da viel nehmen, eigentlich. Die hier hat halt sehr viel, also hier kann man sehr viel ziehen. Ja. Wenn man eine gute AOE-Klasse hat, dann kann man, glaube ich, hier sehr schnell durchkommen. Und die Bosse sind halt nicht so nervig, die werden nicht die ganze Zeit immun wie ja, in Nimmerreich. So, haben wir den auch. Ja, mit den Tornados ist schon echt teilweise elendig, aber naja, das ist ein Thema Movement. So. Gehen wir weiter rüber. So, Lestat hat auch geschrieben, also Lestat 2033, viele hier gammeln in Lich rum, wie ihr merkt. Ja, ich weiß nicht. Lich ist eigentlich so für mich als Server auf in Final Fantasy 14 eigentlich nicht so, keine Ahnung, bewusst, dass da viele deutsche Spieler unterwegs sind, aber scheint wohl so. Und Agu Andu hat noch dazu geschrieben, Lich würde ich mal circa sagen 50% Engländer,
30% Deutsch und 20% Franzosen und 10 Amerikaner. Ja. Kann gut sein. Gibt's wahrscheinlich auch irgendwo Statistiken wahrscheinlich, oder? Müsste es. So, und zum Thema Instanzen. Nicht du 2 hat geschrieben, mein Rekord in Nimmerreich ist 18 Minuten, aber Random Gruppe. Ja, das macht halt schon großen Unterschied, ob es jetzt mit einer fixen Stammgruppe unterwegs bist oder halt random. Wir mit einer Stamm unterwegs und wir hätten auch, glaube ich, noch ein bisschen was rausholen können, wenn wir in sämtlichen AI vielleicht stehen geblieben wären. Ich meine, halber wäre es ja, oder? Was denn? Wenn man beim Nimmerreich irgendwie in allen AE-Flächen drin stehen geblieben wäre, wäre es heilbar gewesen, oder? Für dich? Ja. Naja, mal gucken. Ich weiß nicht, was die machen. Ja, das ist die nächste Aufgabe, Rennen. Haben die Heiler was zu tun. So. Sicherheit nix aus. Ich kann nicht mal richtig vernünftig AOEen. Sei da froh, geht dann schnell rum hier. So. Also zum Thema Livestream, das kann ich noch mal kurz erwähnen. Als ich ja gestern mal ein bisschen durchgesappt bin bei Livestreamern zum Thema Final Fantasy 14. Da habe ich auch gesehen, durch Zufall, dass Mr. Happy am Stream war. Der macht es anscheinend auch mal hier und da. Und da habe ich durch Zufall mitbekommen, dass er ja auch zum Beispiel Savage, Savage S4 oder A4 eben halt down hat mit seiner Gruppe. Und der war da sehr froh drüber. Der hat da irgendwie 10.000 Mal erwähnt, dass er happy drüber ist, dass er jetzt den Raid-Content abgeschlossen hat aktuell. Und ich glaube ja, der hat ja vorher ursprünglich, der Mr. Happy, für die Leute, die nicht wussten oder wissen, wer das ist halt ein recht bekannter YouTuber, was halt Final Fantasy 14 betrifft, im amerikanischen Raum. Und der hat ja auch ursprünglich einen Baden gespielt, vor Heavensward, und hat ja jetzt, glaube ich, geswitcht auf einen Ninja, soweit ich das weiß. Zumindest habe ich das, glaube ich, im Video gesehen. Es war auf jeden Fall ein Mini gewesen. Und das fand ich auch sehr interessant, mal auch da ihm zuzuhören, worüber er so im Livestream quatscht. So. Und Agu Andro schreibt, aha. Und gerade steht so ein komischer Lala, der hatte wohl, hatte wohl einen Unfall wie damals. Wie die Rin damals, sagt der Rin. Möchtest du auch sowas sagen? Das war kein Unfall. Hallo. Das ist ungerecht. Oh. Das war jetzt nicht, nett, Agu Andu. Ehrlich. Ich will dich schämen. In die Ecke mit dir. Als kleine Background-Info für die Leute, die etwas irritiert sind, was das zu bedeuten hat. Die Rin hat ja mal ein Lalafell gehabt, also der hat ja mal als Lalafell gezockt. Und da habe ich das als Unfall betitelt, ja, weil sie gewechselt ist auf ein Lalafell. Also das war jetzt die Anspielung von Agu Andu. Jetzt werde ich von allen Leuten gehasst, die selbst Lalafell spielen, wie ich sowas sagen könnte. Unglaublich. Ich muss ja ganz sagen, ich bin da so altbacken, ganz ehrlich. Ich werde, glaube ich, nie mein Aussehen, auch hinsichtlich der Rasse, irgendwie ändern. Das habe ich in zu World of Warcraft Zeiten, weil ich hier 8 Jahre lang gespielt habe, habe ich auch nie geändert, mein Charakter. Und der sah ziemlich grässlich aus im Nachhinein, wenn man es mal so betrachtet. Und meine Zarina bleibt so, wie sie ist. Das passt schon so. Wie ist bei dir das eigentlich, Melly? War das mal für dich eine Option, auch mal zu switchen, die Rasse, oder gar nicht? Nö. Also ich habe mal kurz überlegt mit den Aura. Und hatte aber dann das Gefühl, dass jeder Aura spielen wird. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich bin eigentlich nach wie vor großer Mikrote-Fan.
Ja, das stimmt wohl. Durch den Kick von der Bombe ist der Kuppenwaff voll in die Hose gegangen. Dumm gelaufen. Irgendjemand ist in eine Mine gegangen und dann in dem Moment habe ich meine Karte gespielt und alle waren dann out of range bis auf der Tank. Ey. Shit happens drin. Ja, Wahnsinn. Und das etwas, was ich noch sagen möchte, ist Lala für Master Race. Süßeres. Ja, Besseres. Ich sag einfach mal, einfach nur Mensch sein, weißt du denn? Langweilig. Gar nicht langweilig. Gut, doch. Mensch sein ist gut. So. Haben wir auffällig hier. So, super. Ja, an der Stelle lieben Dank. Dankeschön, Tobiku Sama. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Angst. Wieso? Weil er fast gestorben wäre beim Boss. Ich habe Boost-Predi gar nicht ausgekriegt. Achso, okay. Na, die rennen die halt alles weg. Außer in S3. Savage. Hey! Naja, ist ja auch eine andere Liga. Ah ja. Ja, Agroandu hat sich entschuldigt drin, falls du nicht gelesen hast. Aber ob das jetzt noch was gebracht hat, Agroandu, ich glaube, da muss sie ihr eine Blumen schenken, der Rin. Damit sie das verzeiht. Ich musste auch ihr Blumen schenken. Mehr oder weniger. So. Ja, genau. Und Shurik, der 1525, hat auch geschrieben dazu, zu der Lalafair-Geschichte. Das ist ganz einfach. Entweder ist man kein Freund von Lalas oder man hält die als Master Race. Man hält sie als Master Race. Finde ich sehr gut. Interessant. Ein sehr guter Ansatz. Oder sehr interessanter Ansatz. Sehr schön. So. Haben wir den Run auch hinter uns gebracht. Sehr coole Sache. So, was machen wir jetzt? Ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, wir werden mit unseren Twinks weitergehen, oder? Melli, Rin, was wollt ihr machen? Ich bin offen für alles. Okay. Mir fehlen noch ein bisschen Punkte, dann kann ich mir meine Hose holen. Ja, das können wir morgen machen. Morgen ist ja Sonntag. Müssen wir EW-Expert drin. Kannst noch so lange warten. Na gut. So. Genau, an der Stelle können wir den Aufruf starten. Oh, wir fragen jetzt erstmal unseren Tobiku Sama. Achso, ne, der guckt weiter Stream. Ja, trotzdem nochmal vielen Dank dafür. Und dann mache ich einfach mal den direkten Aufruf an die Leute hier. Wir bräuchten halt noch einen Damage Dealer. Stufe 30. Ja. Hab, mach ihn noch. Tobi, was? Ne, Tobiku Sama sagt Habi. Hab, mach ihn noch. Das heißt, er hat was? Warte mal. So, gucken wir mal. Ich frag mal nach. Wir müssen mal nachfragen. So, Tobiku, magst du... Ich weiß nicht, ob den Stream auch hört. Magst du mit einem... Warte mal. DD mitkommen. Level 30er. Okay. Siehste? Man muss nachfragen. Er wollte nicht mit. Aber trotzdem, lieben Dank nochmal dafür, Tobiku Sama. Jetzt nur bei den Aufruf. Also wenn ein Damage-Dealer mit möchte, der auf dem Server Shiva zockt, Stufe 30 sollte er sein, dann würden wir mal hier ein bisschen weiter twinken. Und falls sich jemand meldet, wäre schön. Falls nicht, gehen wir halt so. Und ich werde währenddessen nochmal auf den Chat eingehen, keine Frage. Sehr schön. Ich glaube, das war Giga-Tobi Summer. Ja. Ach so, ja. Gut, Giga. Passt schon. Und ich meine, hat es nicht geheißen, dass er den Maschinist noch hat? Ja. Aber ich weiß nicht, welches Level, Level 30? Ja, weil sonst wäre er ja in der Gruppe gewesen und geblieben, wenn er mit wollte. Meine, glaube ich, das sind zwei verschiedene Chars, die er hat, oder? Ich habe keine Ahnung. Machi nenne ich den Maschinisten, sagt Gigatubi gerade. Ah, okay, gut. So, wie gesagt, wir checken mal den Chat. So, dop, dop, dop. Mhm.
Ah, hier, nicht du 2 hat auch gerade geschrieben, ist aber spielübergreifend, also auch in anderen Online-Spielen sind Franzosen weniger gern gesehen. Ja, weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig mit Franzosen habe ich jetzt hier, seitdem ich Final Fantasy 14 zocke, zu tun. Sonst eher weniger. Ich weiß nicht, wie schaut es bei euch aus? Rin, hast du schon mal vor Final Fantasy 14 mit anderssprachigen Mitmenschen zu tun gehabt? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, okay. So. Okay. Also, wenn Giga mit möchte, dann schreibt er mich bestimmt gleich an und dann gehen wir. So, und währenddessen kann ich immer kurz, warte, das mache ich nochmal schnell. Mal kurz auf den Koch switchen, denn ich wollte noch was kurz craften. Fermentierte Butter wollte ich mal machen. Brauche ich mir später wieder für mein Buff-Food. Also, wir craften mal fix hier. Es geht schnell. Ja, wie gesagt, Giga, du kannst mit Maschi mitkommen, ist kein Ding. Oh, jetzt kann ich keine Einladung verschicken. Wenn ich crafte, was soll das denn? Ist unglaublich. Ist ein Bug. Bitte beheben. Warum kann ich nicht Leute inviten, wenn ich gerade am Craften bin? So, jetzt aber. Dann crafte ich später weiter. Warte, machen wir den Astro. Ich habe so viele Klassen. Da oben. So, passt. Gut, dann können wir loslegen. Rin, auch ready? Ja. Gut. Auf geht's. Und danach wieder weiter im Chat.